Oh nein, oh nein, oh nein. Ein Verrückter verfolgt mich. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Oh. Er rennt immer ein Schwert. Ich habe noch zwei Herzen. Jetzt nichts wie weg hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Verdammte Kacke. Glaubt ihr, ihr merkt, dass sie da reinspringen? Oh yes! Haha! Jo Leute und damit herzlich willkommen zu der achten Folge von den Minecraft Pro Tips. Jo, heute wollte ich euch mal zu Anfang zeigen, wie oder von was der heutige Pro Tip handelt quasi. Und zwar will ich euch heute mal eine Falle zeigen und damit ist es auch kein wirklicher Pro Tip, aber es ist eine Profi-Falle, sagen wir mal. Aber wenn man ein wirklicher Profi ist, dann fällt man zwar auch nicht in die Falle rein, aber ein Versuch ist es ja wert, ne? Gut, also ich erkläre es jetzt einfach mal, ne? Ihr habt es ja wahrscheinlich gerade schon gesehen, es ist so eine Verfolgungsjagdfalle. Wenn mich jetzt jemand verfolgen würde und ich da dann in das Loch reinspringe, dann überlebe ich, aber der, der mir dann nachspringt, der überlebt nicht. So, und jetzt wie das funktioniert, das werde ich euch jetzt genau zeigen. Also ihr platziert erstmal da, wo man dann landet, eine Druckplatte. Sollte eine Steindruckplatte sein, damit die Items nicht irgendwie das auslösen. Dann hier Redstone Dust. Hier eine Fackel und dann hier nochmal eine Fackel, hier einen Dispenser und dann seid ihr eigentlich auch schon so gut wie fertig. Hier noch ein Schild und dann nur noch einen Wassereimer in den Spender. So, jetzt steigen wir drauf. Jetzt haben wir da Wasser. Und jetzt, wenn ich Game Mode 0 mache, wenn mich jetzt wer verfolgt, so. Der sieht, dass ich da reinspringe. Bam. Und dann springt er mir vielleicht nach, wenn er davor nicht hier runter schaut. Aber wenn er halt hier runter schaut, das ist dann das Problem. Dann springt er mir halt wahrscheinlich nicht nach, ne? Vielleicht denkt er, dass ich irgendwie dumm bin und hier aus Versehen reingesprungen bin. Weil das soll ja hier alles geplant sein, ne? Aber vielleicht schaut er erst gar nicht und springt mir einfach nach. Also das kommt darauf an, ob er runterschaut. Und wenn er runterschaut und trotzdem springt, dann ist es halt dumm. Naja, also ihr müsst einfach Glück haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, aber es ist trotzdem eine ganz schöne Falle, finde ich. Und von dem her würde ich mal sagen, das war's mit der achten Folge von den Minecraft Pro-Tipps. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder weitere Pro-Tipps, könnte ja mal sein, dann könnt ihr die natürlich in einen Kommentar posten. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann auch schon wieder. Ja, keine Ahnung. Irgendwann. Irgendwann sehen wir uns wahrscheinlich schon wieder, ne? Also demnächst. Ich hoffe, ich mache noch ein Silvester-Special. Müssen wir mal was überlegen. Naja, also ich wünsche noch einen schönen Tag. Schöne Weihnachten. Naja, Weihnachten ist schon ziemlich vorbei. Dann auch schönes neues Jahr oder frohes neues Jahr und alles drum und dran und so weiter und so fort. Also, ciao.